vom Glückskonto kommen wir zum verschenkten Glück. Wenn Eltern sich trennen, ist das eine schwierige Zeit. Für Yoshi waren die Musik und tolle Freunde eine große Hilfe. Ich wollte schon immer eine Band haben, das war schon immer mein großer Traum, mit anderen Leuten Musik zu machen. Musik ist das Wichtigste in meinem Leben und mir hat es immer geholfen, Musik zu machen. Gerade in der Zeit, wo es mir richtig schlecht ging, hat mir die Musik richtig viel geholfen. Meine Eltern haben sich vor 2 Jahren getrennt, mein Vater ist ausgezogen und seitdem habe ich ihn auch leider nicht mehr so oft gesehen. In der Zeit war ich auch ziemlich einsam und ein Glück habe ich in dieser Zeit die Musik entdeckt. Ich konnte damals auch gar kein Instrument spielen, habe aber angefangen Text zu schreiben, um mit der Trennung klarzukommen. Ich habe dann auch so einen Text bei Dein Song im Kika eingesendet, habe dadurch den Julian und seinen Vater Fred kennengelernt und dadurch hat sich alles verändert. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich das erste Mal den Julian und seinen Vater Fred gesehen habe. Das erste Mal habe ich die beiden beim Dein Song Casting getroffen. Ich und Yoshi waren halt bei Dein Song Konkurrenten, aber wir haben uns sofort gut verstanden. Es war ein Riesenspaß, das werde ich nie vergessen. Und zum Schluss haben wir sogar gewonnen, das war echt cool. Aber das Beste daran war, dass ich nach Dein Song mit dem Julian eine Band gegründet habe. Ich bin jetzt jedes Wochenende beim Julian. Wir haben eine Rockband gegründet, die heißt No Clue. Ich habe Bass spielen gelernt und es macht riesig Spaß. Am Probewochenende läuft bei uns eigentlich so ab. Wir treffen uns mit unserem Drummer Jester am Bahnhof. Dann gehen wir rein, holen Josh ab, fahren direkt hierher. Und den Rest des Wochenendes rocken wir durch. Das Schöne an den Wochenenden ist, dass ich den Juli, den Fred und den Jesse wiedersehe. Und wir machen wieder Musik miteinander, was ich die ganze Woche über vermisse. Wir haben insgesamt 7 Songs geschrieben, haben schon eine CD hier bei uns im Proberaum aufgenommen. Ja, hatten schon haufenweise Auftritte, läuft bisher alles sehr gut. Ja, die Jungs sind echt super engagiert, haben tolle Ideen, die sie zusammen entwickeln und haben voll den Spaß an der Sache. Der Fred macht alles für uns und unsere Band. Er organisiert die Auftritte, er holt mich immer vom Bahnhof ab. Und wenn ich ein Problem habe, kann ich immer zum Fred kommen. Ich kann mit ihm über alles reden und das tut wirklich gut. Die Bandproben mit Yoshi sind immer toll. Das Einzige, was mich am Wochenende nervt, ist, dass er wieder nach Hause fahren muss. Ohne Band und ohne Musik würde ich, glaube ich, gar kein Leben mehr aushalten, weil das ist bei mir so dabei. Ich kann mir das gar nicht mehr ohne vorstellen, das gibt's nicht mehr. Ich habe mir schon immer gewünscht, eine Band zu haben und dank dem Julian und seinem Vater ist der Traum jetzt endlich in Erfüllung gegangen. Ich wollte mich mal für alles bedanken, was ihr so für mich getan habt. Und vor allem für die geile Band. Das ist der Hammer. Wollt ihr euch mit den goldenen Tabaluga bedanken? Schreibt mir, erzählt mir eure Geschichte. Und schickt sie mit der Post an das ZDF
55 100 Mainz, Tabaluga TV, Stichwort das verschenkte Glück.